Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Weihnachtslied in meiner Sammlung. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Lied Fröhliche Weihnacht überall. Beginnen wir mit der Begleitung. Die Begleitung verwendet im Refrain folgende Akkorde. Den G-Dur-Akkord, den C-Dur-Akkord, den D-Dur-Akkord und als Abwandlung vom D-Dur-Akkord noch der D7. Wichtig ist, bei G darf man theoretisch alle Saiten spielen, beim C-Dur nur ab der A-Seite, ab dieser Seite und beim D und beim D7 nur ab der D-Seite. Beschäftigen wir uns als nächstes mit der rechten Hand, da haben wir dann ein Zupfmuster zu spielen. Und zwar gibt es ein Zupfmuster, das den sogenannten Wechselbass benutzt, das heißt von G-Dur ausgehend spielt der Daumen immer die Bassseite und den Wechselbass der Bassseite oder des Grundtons. Der Zeigefinger ist immer, egal bei welchem Akkord, der G-Seite zugeordnet, der Mittelfinger immer der B-Seite und der Ringfinger immer der hohen E-Seite. Die zupfen in diesem Stück eigentlich immer gleichzeitig. Das heißt, wir haben immer einen Basston, man nennt das dann den Diskant oben, also Bass, Diskant, und der Wechselbass vom G ist die D-Seite. Diskant. So verteilt sich dann der Viervierteltakt. 1, 2, 3, 4. Beim zweiten Takt ist es schon ein bisschen gehetzt. Da spiele ich nämlich C und weil ich nur einen Schlag Zeit habe, zupfe ich den Bass und den Diskant zusammen. D-Dur genauso. Und das G in diesem Takt verteilt sich dann wieder auf den Schlag 3 und 4. Also kann ich wieder spielen Bass, Diskant. Dann fängt es wieder vorne an. G, Diskant, Wechselbass, Diskant. Jetzt kommt ein kleiner Trick, der das Ganze ein bisschen interessanter macht. Wir greifen den D7 auf der 1 des darauffolgenden Taktes, das wäre dann Takt Nummer 4, zupfen alle Saiten und dann spielen wir eine Art Umkehrung vom D-Dur-Akkord. Und zwar greifen wir nicht mehr diesen D-Akkord, auch nicht das D7, sondern der Zeigefinger greift den Ton A auf der zweiten Seite der G-Seite. Der Mittelfinger greift den Ton D auf dem dritten Bund der B-Seite und der kleine Finger greift hier oben, wenn das möglich ist, den fünften Bund der E-Seite. Somit habe ich diesen Wechsel D7 und gehe zurück zum G-Dur. Das G, Pause und dann geht es zum D. Der Wechselbass vom D ist die A-Seite. Dann kommt wieder das G. Wechseln. Einmal D, direkt zum G. C, da ist der Basston auf der A-Seite und ein D. Und dann fängt das ganze Spiel eigentlich wieder von vorne an. G, Wechselbass, C-Dur, D-Dur, Wechselbass und G, G-Dur nochmal, wechseln. Und wieder unser Trick, D7, die 2, 3 und 5 und das G. In der Strophe kommt noch ein neuer Akkord dazu. Und zwar der Akkord E7. Den greifen wir wie ein E-Dur. Nur mit dem kleinen Finger auf dem dritten Bund der fünften Seite, der B-Seite. Dann ist wichtig in der Strophe, dass wir immer den Bass und den Diskant, wie schon im Refrain, zupfen, aber diesmal alles zusammen. Und wir haben ein Staccato-Muster. Das seht ihr an den Noten daran, dass wir immer eine Achtelnote mit so einem Punkt oben drauf haben und dann eine Achtelpause. Also spielen wir nicht beispielsweise fangen wir mal beim D-Dur an, das ist ja auch der erste Akkord, den wir in der Strophe haben. Zupfen also nicht 1, 2, 3, 4. Das wären Viertelnoten, sondern wir zupfen möglichst kurze Achtel, die wir am besten mit dem Handballen oder indem wir die Finger zurücktun, sofort wieder stoppen. Also am besten also ganz schnell zurücksetzen, dass der Ton so kurz und akzentuiert wie möglich gespielt wird. Dann ist die Reihenfolge eigentlich schon den Noten zu entnehmen. D, ein Takt, dann G, E7, und dann kommt eine Besonderheit. Wir greifen A-Moll und zupfen jetzt hier, aufgepasst, das sind ja auch Achtel, also die A-Seite, die G-Seite, die B-Seite und die E-Seite, aber im etwas zügigeren Tempo, also nicht 1, 2, sondern 1 und 2 und. Man kann sich also merken, ich greife den A-Moll-Akkord und zupfe nacheinander die Finger von der A-Seite ausgehend über den ganzen Diskant weg. Der letzte Ton ist dann eine halbe Note. Dazu springe ich am besten mit dem kleinen Finger wieder auf diese 5, die wir eben bei dem D7 schon mal hatten, und zupfe die A-Seite mit dem Ton A, den das hier wäre, zusammen. Also
dann geht es wieder zum D, G, G, D7, den kennen wir noch aus dem Refrain, und G. Und dann wiederholt sich das ganze Spiel.